Du Kali, hast du den Kopf vom Führerschein in den Auslag gestellt? Was brauche ich am Kopf vom Führer? Ich habe einen Schweinskopf in der Auslag. Ja, wir führen heuer den Bockerer auf. Bekannt aus Film und Fernsehen, mehr als Theaterstück. Und wieso? Ja, es gibt mehrere Gründe. Wir haben den Bockerer schon länger so im Hinterkopf gehabt als Stück. Natürlich ein großes Stück, braucht ein großes Ensemble. Und es hat sich heuer so ergeben durch das Jubiläumsjahr, 100 Jahre Republik Österreich und eben 80 Jahre Gedenkjahr an den Anschluss an Hitler-Deutschland. Und dann haben wir gesagt, ne, einen besseren Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht, um den Bockerer zu spielen. Und dann auch noch dieser Bezug zu Braunau. Braunau als Geburtsort von Hitler. Wobei das aber jetzt nicht der Hauptgrund war. Ja. Weil Braunau kann ja in dem Sinne auch nichts dafür, dass der Hitler da geboren ist. Aber diese, sag ich mal, in Summe, diese Faktoren haben uns dann gesagt, ja, machen wir 2018 den Bockerer und wagen wir uns an dieses Stück heran. Ja, was bedeuten solche Rollen? Solche Rollen sind immer eine große Herausforderung, immer auch eine Ehre, sowas spielen zu dürfen. Abendfüllend den großen Bogen spielen zu dürfen, eine Geschichte zu transportieren, vorneweg als Titelrolle und natürlich auch mit dieser speziellen Thematik. Also da hat man ja auch ein bisschen Verantwortung und die versucht man da reinzuschlüpfen und die irgendwie tragen zu können, genau. Ein Schmarrn, ein Mensch, der seit 5 Jahren jeden Donnerstag zu uns zum Tarock spielen kommt, darf auf einmal nimmer, weil mir rassenfremde Elemente waren. Was heißt denn das? Und seit wann bin ich ein Element? Aber Kali, du bist doch kein rassenfremdes Element. Das ist doch der Rosenblatt, ein vollblütiger Jude. Und ich bin absolut überrascht, was ich hier vorgefunden habe, mit der gesamten Kollegschaft, die ihre ganze Kraft eingesetzt haben in den Figuren. Die konnte man alle glaubhaft annehmen und besonders diesen Herrn da, der den Bockerer gespielt hat. Ich habe manche Texte mitgesprochen. Ja, vergisst man nicht. Nein, vergisst man. Und ich danke Ihnen schön für diese Figur. Vielen Dank. Ja, es ist natürlich, also er saß ja auch relativ ausgestellt, man im Augenwinkel sieht man ihn immer und dann hat man natürlich auch immer so ein Spiegelbild, er betrachtet das jetzt, man betrachtet sich dann selber, aber letztendlich ist das eine Ehre, diesen Besuch zu haben und eine ganz große Wertschätzung von ihm, dass er kommt und dass ich diese Rolle spielen darf. Ich bin jetzt ungefähr in dem Alter, wie er sie damals gespielt hat. Und da schließen sich irgendwie so Kreise dann auch. Und das sind die schönen Momente eines Schauspielerlebens. Sagu, die Soldaten sind über Gräber weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?